Ja, obwohl noch nicht alle hier sind, möchte ich Sie trotzdem sehr, sehr herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung heute Abend. Und begrüßen möchte ich auch unseren Kooperationspartner Christoph Holzer und Astrid Däuber-Mankowski vom Institute for Cultural Inquiry. Das ist eine Veranstaltung, die wir zusammen organisiert haben. Das Jüdische Museum ist letztes Jahr 10 Jahre alt geworden und wir haben ein Symposium veranstaltet mit dem Titel Visionen der Zugehörigkeit und haben Judith Butler eingeladen, die auch zugesagt hat zu kommen und die wurde dann leider krank. Und wir haben uns verabredet, wenn es mal eine nächste Gelegenheit gibt, würden wir sie ins Museum einladen und die Diskussion dann durchführen, die wir geplant hatten. Und die Adorno-Preisverleihung war dann die Gelegenheit, die wir realisiert haben. Es wird heute Abend nicht um die Debatte gehen, die in den Zeitungen in den letzten 3-4 Wochen geführt wurde. Das wird vielleicht am Rande auch gestreift. Aber unser Anliegen ist ein ganz anderes. Wir wollen uns im Wesentlichen auf 2 Texte beziehen, die Judith Butler geschrieben hat. Und zwar der eine Text ist erschienen in dem Buch The Power of Religion in the Public Sphere, das übrigens in einigen Tagen beim Surkamp Verlag unter dem Titel Religion und Öffentlichkeit erscheint. Und da hat Judith Butler einen Essay mit dem Titel Is Judaism Zionism? Also das ist ein Kontext. Und dann hat sie ein Buch geschrieben, das vermutlich auch bald ins Deutsche übersetzt wird, Parting Ways, Jewishness and the Critique of Zionism, wo es unter anderem um jüdisch-philosophische Begründungen für einen binationalen Staat in Israel und Palästina geht. Für uns ist diese Debatte eingebaut in eine Perspektive, die wir schon lange im Museum verfolgen, nämlich uns Gedanken zu machen, wie eine aktuelle diasporische Identität oder auch jüdische Identität aussehen kann. In Berlin leben vermutlich, man weiß es nicht genau, über 10.000 Israelis in allen möglichen Berufen, hauptsächlich jüngere Leute. Das heißt, es gibt eine Bewegung auch aus Israel in die Diaspora. Es gibt einige Philosophen und Autoren, die sich darüber Gedanken machen, in Wien, in Isolde Charim, in Israel zum Beispiel Amnon Ras Krakowski. Wir kennen die Arbeiten von Yael Batana, The Jewish Renaissance Movement in Poland, die damit spielt, die Wiederansiedlung von Juden in Polen zu erreichen. Und wir haben in unserer Ausstellung Heimatkunde die Arbeit von ihrem Schüler Ronen Eidelmann gezeigt, Medinat Weimar, ein jüdischer Staat in Thüringen. Das sind alles Arbeiten und Initiativen, die sich um diesen Komplex diasporische Identität beziehen, die wir hier heute diskutieren wollen. Ich möchte Ihnen unseren Moderator vorstellen und werde das in seinen eigenen Worten tun, die er mir geschickt hat. Und er wird dann das Podium näher vorstellen. Das ist Andreas Oehler, Redakteur. Er ist politischer Liederdichter, Dokumentarfilmregisseur, Literaturkritiker und Kulturredakteur. Er drehte für Arte, Dreisat, ARD und ZDF mehrere Fernsehdokumentationen über Musik, Literatur und jüdisches Leben. Von 2000 bis 2011 betreute der Diplomsoziologe im Rheinischen Merkur den Belletristik- und Sachbuchbereich und das Sujet Kino. Als Redakteur und Autor unterstützte er das Team von Christ und Welt. Jetzt möchte ich noch einige Angaben machen, bevor ich das Wort an Herrn Alzey gebe, über den Verlauf dieses Abends. Wir werden das Publikum in Form von Publikumsanwälten einbeziehen. Sie haben auf Ihren Plätzen Zettel vorgefunden. Wenn Sie möchten, können Sie dort Fragen aufschreiben. Diese Fragen werden im Laufe des Abends eingesammelt. Und da vorne sitzt jeweils ein Vertreter des Institute for Cultural Inquiry, Astrid Däuber-Mankowski, und ein Kollege von mir, Aubrey Pomeranz, die Fragen sortieren und dann am Ende eine Auswahl aus diesen Fragen hier dem Podium vortragen werden. Ja, das ist im Grunde genommen alles, was ich jetzt zu sagen habe, und ich bitte Herrn Holzer für das ICI die Begrüßung zu machen. Ich danke Ihnen.